Hallo und herzlich willkommen YouTube, hier zurück bei Settlement Survival. Was sind wir denn hier? Raus? Achso, ich dachte, war gerade zusammen. Gut, kurz irritiert. Ja, das ist Folge 2. Ja, wir sind jetzt im Winter angelangt, also Monat 11, wir sind im November. Wir müssen mal eine Klinik bauen. Errichte eine Reparaturwerkstatt. Zur Errichtung der Betriebe 6. Oh, stimmt. Handwerker können die technischen Schäden in der Gebäude ausbessern. Oh. Was mal jetzt hier? Na, gucken wir mal. Reparaturwerkstatt. Warum ist es hier? Ach, die geplante Straße, okay. Ist der wieder auch Radius-Effekt? Weiß gar nicht, ob das dazu zählt. Dann bauen wir hier hin und hier mal dann dafür die Straße weiter runter. So, dann sollten wir mal gucken nach. Ja, einer Klinik. Und die bauen wir dann aber hier so hin. Oh, was ist hier los? Kraftverbrauch. Oh, hier laufen Truthähne rum. Halt die auch mit drinne? Nur Alpakas. Rathaus. Ein Dreigebäude erstellt, in dem Einwanderer aufgenommen werden können und der Bürgermeister eingestellt wird. Okay, Bauarbeiterhaus. Bau von Straßen. Ja, ist möglich, den Bau von Gebäuden und Straßen im Stadtbau. Okay. Sollte überlegen, wo den Friedhof vielleicht hinmachen. Das sollte bestimmt nicht so teuer werden. Ich mache erstmal jetzt hier den Feldweg hin und den ziehen wir hier lang. Und vielleicht hier hinten raus so. Machen wir die Kirche. So. Und der Friedhof, den wir dahinter. Neues Vierwurm, okay. Dann machen wir 1, 2, so. Oder daneben. So. Neues Fies angekommen. Okay, wir lassen mal ein bisschen vorspulen. Damit hier erstmal ein bisschen gebaut wird. Wenn ich genug wolle. Oh, den Burger ist nicht mehr zu kalt. Wunderbar. Wie sieht es denn aus hier überhaupt mit Holz 290 und Eisen 600? Okay. Drei Burger und ist kalt. Voilà. Brennstoff 174. Haben wir doch da jede Menge. Am besten erstmal die Klinik priorisieren. So, was war jetzt hier? Reparaturwerkstatt? Jawohl. Da haben wir noch nicht genug, okay. Die Häuser wurden auch gebaut. Auf jeden Fall dringend in die Klinik. Zwei Bürger sind schon wieder kalt, warum das denn? Und wir sollten vielleicht mal sagen, die Bäume machen wir alle ja mal weg. Das Holz brauchen wir sowieso. Was haben wir denn hier jetzt schon wieder? So, aber zum Beispiel haben wir wieder Münzen, errichte eine Kirche, sind wir schon dabei. Wird das mal jede Menge umgeholzt. Aber warte mal, wir hatten da noch.
Hab ich neue Feldfrucht? Ich weiß es gar nicht. Okay, wir machen erstmal die Weide hier drunter. Fangen wir wieder hier hinten an. Machen wir mal eine große Weide. Neuer Entwicklungspunkt. Ist vielleicht Futtermühle. Mais und Bohnen zu Futter zu verarbeiten ist schlecht. Haben wir nicht. Das wäre nicht schlecht, ja. Bio-Weide. Plantage. Bio, Waldbetrieb, Verarbeitung. Was haben wir denn hier? Mühle. Getreide haben wir ja nicht. Salzproduktion. Schalt die Salzwerkstatt, die Pökelwerkstatt und die Speckfabrik frei. Salz bauen, gewinnt Salz aus Wasser und liefert Material für die Herstellung von Pökelfleisch. Okay, Fleischverarbeitung. Das können wir machen. Weben. Bauen wir nur Flachs, haben wir nicht. Dann machen wir die Fleischverarbeitung. Wir haben ja noch 3 Punkte über. So, Arzt. Wir haben nicht genug Arbeiter. Dann machen wir dabei hier den hier weg. Und hier dafür einen hin. Medizinische Forschung. Hier. Hier gibt es auch Hof. Parkkapazität von Bürgern. Oder warte, ich vielleicht mit dem Korb. Jetzt kann ich natürlich auch den hier sagen, oder was? Rucksack. Oder wird allgemein übernommen? Ist gar nicht. Hier haben wir die Kastanien. Das heißt, wir kriegen Kastanien. Mal etwas vor. Und wir bauen vielleicht in das nächste Haus. Hier und hier. Inventar. Nee, bei der Kräuterhütte. Nee, Sammlerhütte. Gab es eine Kräuterhütte? Ist hier eine drinne oder heißt es mit? Ne, warte mal. Whitney arbeitet hart. Fangen wir mit 3 Verletzte. Ob das dann irgendwann runtergeht. Neues Vieh erworben. Achso, hier steht Büffel. Okay. Was? 3 Bürger möchten neue Häuser. Neue Häuser. Da kann man das aber so machen, okay. So, hier haben wir keinen da. Einsammeln. Klinik haben wir gebaut. Distillerie wäre das nächste. Schneiderei wollten wir erstmal ausmachen. Du wirkst, dass jemand da. Zufriedenheit plus
Stress der Bürger. Wir haben aber nur noch 3 Verletzte. Was ist denn das denn? Kräuterkunde. Was? Kräuterkunde? Bürger können beim Kräutersammeln Kräutersaat finden. Ach so. Das haben wir doch. Noch kein Schilf? Was haben wir denn dann hier? Ach nein, es war Sand. Oh. Hoppala, okay. Es gab 2 Geburten. Das ist mal schön. Ich spule nochmal vor. Hier hinten. Ja, Bäume für die Pflanzen ist klar. Ich will nochmal hier hinten Steine und Erze, das mal hier wegmachen. Wird immer noch gebaut. Einer ist besser verletzt, okay. Wie viele Steine haben wir da? Jede Menge, okay. Gebäudeverbesserung. Hier war das, okay. Jetzt können wir wahrscheinlich die Büffel dann hier halten. Was war's jetzt? 2 Bürger möchten neue Häuser. Das kann jetzt. Achso, das kann natürlich daran liegen, dass die alt genug sind, dass sie sich schon fortpflanzen können. So, auch gestiegen, okay, sehr gut. Normal. Keine Effekte. Okay. Achso, hier steht das dann. Ah, okay, okay, okay. Glücklich und warm. Zufrieden ist normal. Keine Effekte. Gut. Auch nicht negativ, ist ja auch schon mal gut. Na, wir haben keine Arbeiter mehr. Und kein Lehm. Oh, warte mal. Können wir schon Lehm? Dann machen wir erstmal mit Lehm weiter. Wie viel Sand hat in der Zeit gesammelt? Also ich weiß nicht, ob schon was da war, habe ich vorher nicht geguckt. Sand sind ja Sand. Aber wir haben hier noch Kräuter, deswegen. Okay, alles klar. Hier ist Sand, 68, okay. Jetzt auch keine Verletzten zum Glück.
Hier haben wir auch gut was zu essen, aber wir müssen es halt auch später weiterverarbeiten. Hier, fertig, okay. Büffel. Leder. Büffelfleisch, Leder und getrockneter Tiermist, das ist gut. Brauche Bearbeiter. Entwicklungspunkt. Brotbäcker, aber wir brauchen erst Weizen dafür. Schmelzen, Schmiede. Okay. Na, ja, meistens die. Achso, Maisenbohnen haben wir eh nicht. Steingrube und hier haben wir Bergbau, ne? Niedbau, Sägewerk. Bau, Sägewerk. Ja, was haben wir denn aber da? Wir haben doch ein Sägewerk. Schneiderei. Hier haben wir schon ein Sägewerk. Das ist teurer, aber das ist doch. Achso, auch zu Brettern. Bei der Produktion. Effizienter bei der Produktion von häuslichen Brennstoffen als das Sägewerk. Verarbeitet auch Holz zu Brettern. Okay. Ja, leider haben wir jetzt keine Leute, ne? Wir brauchen noch ein neues Haus. Wir machen gleich zwei. Brauchen halt mehr Arbeitskräfte. Genau, derweil mal hier. Das ausmachen und hier Zweier einstellen. So, Leben haben wir jetzt genug. Machen wir ja weiter mit Leben. Was ist hier? Das ist wahrscheinlich genau dem, dem mir kalt ist, ne? Keine Kraft. Ich spule weiter vor, mal gucken. Ich würde natürlich auch sagen, wir machen aus Leder die grobe Kleidung. Ich glaube, es geht besser. Was ist hier? Nee, ich wollte eigentlich hier. Okay, müsst ihr bald Nahrungs geben. Guck jetzt mal schnell hier rein. So. Hier wird ein Kind geboren. Hier ist ein Potenzial. Und denen ist kalt, aber warum? Sind die außerhalb der Reichweite der Lager? Sind die irgendwie auch so ein. Ich könnte höchstens mal sagen, wir machen jetzt hier noch ein offenes Lager hin. Okay.
Über 1000. Okay. Oh, hier mal die Bäume weg. Will ich auch einsammeln? Nein. Hier kann meine Maus. Wo ist das denn? Jetzt. Jetzt. Okay. Ja, was machen wir denn? Machen wir jetzt hier einen weg. Plus einer. Hier sind zwei. Machen wir hier einen weg und schicken den. Schildner? Ja, der auch nicht. Achso, für die Kleidung erstmal. Und dann lassen wir mal noch was bauen. Und zwar. Heute für das Rathaus. Bauen wir hier hin. Du baust ein Rathaus, in dem du Beamte mit damit aufbringen kannst, dich dazu verwalten. Du kannst im Rathaus aus dem Einwanderer aufnehmen. Okay. Dann bau das mal schön, fleißig. Mangel an Werkzeugen. Ist nicht hier? Oh ne, Werkzeugmacher habe ich nicht. Uppala. Schmied, ne? Ja, dann mal los, baut mal schön. Warum ist hier nur ein? Könnt ihr ja gar nicht fortpflanzen. Das ist natürlich doof. Und wie kriege ich die Truthähne? Auch die Frage. Ein Bürger hat sich verletzt. Okay. Aber wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeifallen, fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und ciao.